Willkommen zurück zu Gato Roboto! In der letzten Folge haben wir die erste Folge, da haben wir es bis hierhin geschafft. Hier an dieser Stelle der Map. So, und ich bin immer noch am herausfinden, wie es hier weitergeht. Wenn wir nämlich nach rechts gehen, hier komme ich leider nicht hoch. Ich müsste eigentlich nach da oben gehen. Kann ich sonst... Ah doch, warte, Moment! Ja, ich kann doch mit der Rakete die alle erreichen. Ah, guck mal, da bin ich letzte Folge nicht drauf gekommen. Dann fällt es mir ein. Bam. So. Das hilft aber zwar immer, das hilft aber dann immer noch nicht weiter, da hochzukommen. Oder kann ich den hier machen? So mich hochboosten. Das wäre cool. Oder vielleicht so? Moment. Ah. Komm mal nicht hoch. Ich komme da nur als Katze hoch. Aber das bringt mir dann auch nichts mehr. Nee, das bringt ja nichts. Weil das kriege ich ja nicht auf. Ich kann ein bisschen rumschreien, aber mehr auch nicht. Nope. Okay, vielleicht brauchen wir hier ein Power-Up, was wir nicht haben. So, aber ich glaube, wenn wir hier hochgehen, dann gibt es da auch nichts Besonderes. Hm. Wo müssen wir dann lang? Vielleicht müssen wir den ganzen Weg zurück? Das könnte sein, weil, wie wir letzte Folge rausgefunden haben, geht es hier nur noch zurück. Ja, das ist cool, man kann mit der Rakete die meisten Gegner K.O. schlagen mit nur einem Schuss. Bam. Hehe. Das ist cool. So. Ich glaube, runter bringt nichts. Gehen wir mal ein bisschen wieder nach links. Kann ich hier speichern? Okay. Cool. Oh, zwei auf einmal. Schön, schön. Ah, jetzt bin ich aus Versehen. Schon wieder. Jetzt bin ich aus Versehen in ihn reingerannt. Ich gehe nochmal. Ja, dann lass dich halt von allen treffen. Ich lass mich nochmal teilen. So. Ich möchte nicht mit nur halbem Leben weiter erkunden. Wenn schon, denn schon. Ich dachte halt, er wäre schon kaputt gegangen. Aber nein. Das war er noch nicht. So, bam. Das verschwindet einfach. Okay. Oh, hier kann ich es kaputt machen. Oh. Okay. Ah, hier sind wir. Falls euch erinnert. Cool. Oh, was gibt's denn rechts? Ein Computer. Was ist das? Eintrag Nummer 2312 der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo. Der Doktor ist durchgedreht. Die Sicherheitssysteme wurden modifiziert und haben das Personal auf dem Gelände ins Visier genommen. Die meisten meiner Kollegen wurden entweder getötet oder haben sich in eines dieser Dinger verwandelt. Ich fliehe mit einer Fluchtkapsel zur Oberfläche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rückreise überleben werde. Doch mein Herz wird immer den Küsten von Erde 2 gehören. Ende und aus. Okay. Okay, wir kriegen ein bisschen Story. Sehr interessant. Ich kann einfach... Oha, ich kann einfach die Innenausstattung kaputt sprengen. Voll gemein. Okay, ja, aber lustig. So, ich glaube, links könnte man bestimmt noch lang jetzt mit den Raketen. Können wir hier runtergehen? Oh, weg da. Ah, nicht zu weit runter, nicht zu weit runter. Aufpassen. Ich will nur hier vorbei. Ah, nach rechts geht's aber auch. Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Kann man hier rechts auch... Oh. Kann man doch hier rechts lang schon? Bam. Aber nur alleine. Nur alleine. Auch es ist unter Wasser. Ah. Aha. Was bist du denn? Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Kiki, du hast eine Kassette gefunden. Wie malerisch. Du hast die Palette Rinde freigeschaltet. Wechsle in dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Eine Palette. Cool. Wollen wir die ausprobieren?
Oh, sanft? Rinde. Standard. Sanft, sehr... so aus. Hat was. Und Rinde ist so bräunlich. Hm. Was findet ihr besser? Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Bin mir nämlich nicht sicher, aber... wir können ja jede Folge eine andere Farbe, eine andere Palette benutzen. Und da wir das gerade freigeschaltet haben, können wir einfach mal die benutzen. Traue ich mich hier runter? Oh, ja, das tue ich. Yay, cool. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, ich finde die Paletten ganz in Ordnung, aber ich würde sie jetzt nicht ständig benutzen. Ich mag das normale mehr. Wow, 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 da wäre ich fast wieder reingerannt. Aber ich habe dazu gelernt. Bäm. Das Spiel macht Spaß, das ist cool. Piu. Vor allem, wenn man alles wegsprengen kann, macht es Spaß. Bäm. Okay, was ist hier? Ein Knopf. Und der macht was? Oh, Fahrstuhl. Gut gemacht, Tiki. Du hast den Nexus erreicht. Alle Wege führen hierher. Stell ihn dir als Knotenpunkt vor. So etwas in der Art. Wie dem auch sei. Wir müssen den Eingang zum Labor finden. Schauen wir mal, was du drauf hast, Kiki. End und aus. Okay. Oh, hier kann man speichern. Oh, Nexus. Oh, da können wir nur als kleine Kiki rein. Okay, Kiki. Oh, ist ein Gegner. Ah! Ich habe ja gespeichert. So schlimm wäre das jetzt nicht, wenn ich sterbe. Aber sollen wir hier schon lang? Ich glaube nicht. Hat er gar nichts gebracht. Okay, lassen wir es. Ich glaube, da soll ich noch nicht lang. Ich lasse es lieber. Ich habe zu viel Angst, dass ich gleich wieder down gehe. Das mag ich nicht. Hm, das ist der Hauptrechner. Hallo, Computer. Echt jetzt? Du musst mich nicht grüßen, als ob ich einer deiner Artgenossen wäre, Mensch. Kommen wir zum Punkt. Siehst du diese Zeichen? Du musst ja nicht gleich herablassen, werden, Computer. Ja, ich sehe sie. Sehr gut, Mensch. Also, dieses Zeichen bedeutet kaputt. Du musst sie alle in Häkchen verwandeln. So, das ist ein Häkchen, Mensch. Hier ist ein bisheriger Fortschritt. Obermäßige Überflutung im Aquädukt nicht gut. Der Wärmetauscher ist immer noch stark überhitzt. Das Lüftungssystem ist komplett verstopft. Eine eklige Angelegenheit. Zugang zum Labor kann ich nur gewähren, wenn alle Fehlfunktionen behoben wurden. Das war eine verachtenswerte Maschine. Auf geht's, Kätzchen. Okay. Oben sind Leitern. Cool. Oh, das soll ich nicht mehr machen. Yeah, das sieht cool und stylisch aus. Okay, da können wir nur als Kiki lang. Lass uns mal runtergehen. Guten Tag. Hoch, nicht schießen. Ist das eine Katze in einem Roboteranzug? Das muss ich wohl gerade sagen. So, was muss ich wohl gerade sagen? Ja, weil er gerade auch in einem Roboteranzug ist. Dieser Frosch. Hotschi! Hör mal, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich kann deine Waffe modifizieren, doch mir fehlen Sicherungen. Bring mir 7 Kassetten, dann können wir über Verbesserung sprechen. Hotschi! Ich befürchte, ich verliere den Bezug zur Realität, Kiki. Wir sollten diese Mission lieber abschließen, bevor ich noch zu quaken beginne. Miau. Bam, 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 bam. Kann ich mit dem reden? Nee, kann ich nicht. Oh, warte, was? Ich kann diese Kisten auch zerstören? Das wusste ich nicht. Oh, das wusste ich wirklich nicht. Moment, ich kann hier nicht runter? Kann ich jetzt Kiki runter? Auch nicht. Hä, sind das keine Leitern? Nee, anscheinend nicht. Hm. Ich brauche also Kassetten, um von dir ein Upgrade zu erhalten. Okay. Interessant. Na, dann gehen wir wieder. Ciao, wie. Aua. Damisch. Damn.
So, die Diakunde mal bitte, was hier hinten ist. Oh, ein Gegner. Oh, Gegner, ganz viel. Nee, das lohnt sich nicht. Ups. Das ist absolut nicht gut. Och nö, müssen wir jetzt den ganzen Weg nach hinten wieder neu machen? Ja, müssen wir. Okay. Das geht ja schnell. Muss ja nur kurz den Text wegdrücken. So. Guten Tag. Zack, 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 zack. Ja, ja, wir wissen, was du willst. 7 Kassetten. So. Ja, ich habe nicht gecheckt. Ja, ich kann hier einfach diese Boxen hier wegsprengen. Ja, das war natürlich mein Fehler. Tut mir leid dafür. Das habe ich nicht verstanden. Aber jetzt habe ich es verstanden. Und hilft trotzdem nichts. Weil ich hier trotzdem nur mit Kiki weiterkomme anscheinend. Ja, bringt nichts. Oh Gott, schnell hier rein. Die Gegner scheinen immer wieder neu. Die spawnen immer wieder. Nicht so schön. Ah, was? Ich kann ja auch einfach so. Wow, ich kann ja einfach so wegschießen. Oh wow. Mhm. Okay, aber sagt halt nicht, wo ich was machen muss. Das werde ich wahrscheinlich dann selbst herausfinden müssen. Dieses Geräusch. Bye bye. Ne, komm ich nicht durch. Oh. Okay. Aha. Da unten ist Wasser. Oh, hier ist ein Knopf. Was macht der? Ah, hier. Der Aufzug. Wo führt er uns denn hin? Okay, du hast es zu den Aquädukten geschafft, Kiki. Das war soweit ganz gut. Nun müssen wir dieses Wasser ableiten. Nun, lass das Wasser abfließen, dann bleibst du endlich trocken. Du musst 3 Abläufe finden. Sie sollten mit dem Korridor unten verbunden sein. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob du zuhörst. Ende das. Ja, das ist doch schön und gut. Aber bevor ich das jetzt erkunden... Okay, Moment, geht das jetzt nicht mehr? Doch, geht. Bevor ich das jetzt erkunden gehe, möchte ich mal ganz kurz nach oben. Weil oben war ja noch ein bisschen Wasser, wo man durchschwimmen kann. Vielleicht gibt es da wieder ein Upgrade. Hier links. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre ziemlich cool. Ich muss du aber hier weg. Damit ich hier rüber springen kann. Wie kann denn hier rausspringen? Ah, okay. Vielleicht gibt es immer eine Fähigkeit, womit man unter Wasser mit dem Roboter-Outfit durch kann. Hm. Interessant. Na gut, dann kümmern wir uns darum später. Machen wir das, was das Spiel von uns möchte. Wir sollen hier nämlich 3 Sachen erreichen. Ah, stimmt. Aua, Wasser. Nein! Ich kann nichts machen! Ich sterbe jetzt, ernsthaft. Ich kann nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ah, aber hier ist ein Speicherpunkt. Okay, das ist zumindest fair. Hui. Was habe ich denn hier Schönes? Ups. Okay, das ist cool. Unter Wasser, Kitty. Kitty. Ja, Kitty auch nicht falsch. Ein paar Torpedos abschießen. Damit können wir alle quallen. Hehe. Aua. Ah, aber unsere Energie ist nicht so hoch hier in dem UFO. Was sind die Dinger? Hm, ich hab's vergessen. Boah, das ist ein bisschen peinlich. Ich hab vergessen, wie die Dinger heißen. Ich muss selber ein bisschen gucken, was ich hier machen muss. Wow, Skelettfische oder wie ist was auch immer. Vielleicht sind das auch Roboterfische? Na, müssen trotzdem zerstört werden. Denn sie sind böse. Und wollen mir ans Katzenfleisch. Das kann ich nicht zulassen. Die arme Kiki.
Oder der. Ja, wir haben hier einen Speicherpunkt. Was bedeutet, dass wir nun wieder unser Outfit bekommen. Yeah. Aquädukte. Das ist ein sehr schweres Wort. Keine Rabbits sind jetzt weg vom Fenster. Komm her. Oh, Pupüchen. Pupüchen. Ist ich überhaupt hoch? Vielleicht. Also ich kann auf jeden Fall hoch. Deshalb gehe ich nochmal lang. So, ganz viel Wasser. Noch mehr Wasser. Pupüchen lang. Warte, aber hier kann ich nicht lang. Nee, hier kann ich nicht lang. Aber hier kann ich lang. Muss nur aufpassen. Wegen der Qualle. Gott. Hier muss ich auch noch aufpassen. Wow. Nice! Yay! Noch ein Ort gefunden. Okay, ich glaube, wir machen Fortschritte. Okay, da kann ich hoch. War mir jetzt nicht sicher. Ich habe mich nochmal getraut. Und es hat sich gelohnt. Zack. Oh, oh, das sieht aus wie ein Bosskampf. Oh ja, was bist du denn? Wow, 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 entspann dich. Wow. Hey, 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 was ist das denn hier? Zielsuchrakete oder was? Oh, die darf mich nicht treffen. Das könnte schmerzhaft werden. Okay, es geht aber langsam zur Neige. Nein! Ich hab aus Versehen Y gedrückt. Okay, daran muss ich denken, dass ich nicht aus Versehen Y drücken darf. Sonst gehe ich nämlich aus meinem Outfit raus. Das will ich natürlich nicht. Aua. Bam! Komm schon! Geh kaputt! Wieso überlebst du so viel? Hab ich dich! Hehe! Hey Kiki, erinnerst du dich an die Abläufe, von denen ich sprach? Wie dem auch sei, diese Tretmühle in Katzengröße sollte die obere Etage entwässern. Okay. Bedeutet das, dass ich da hoch muss als Katze? Oder wie? Hier hoch? Ah. Wie auf einem Hamsterrad. Gut so, einer ist geschafft. Bleiben noch zwei. Ende und aus. Alles klar. Zwei haben wir anscheinend dann schon mal abgeschlossen. Cool. Ach, hier ist das Wasser jetzt komplett weg. Ah, jetzt kommen wir überall. Moment, wenn wir jetzt hier überall ohne Wasser ankommen können, muss das ja bedeuten, dass an dieser einen Stelle, dass wir da diese einen Stelle jetzt lang können. So rum. Speichern, am besten auch heilen. Cool. Hä? Wo musste ich denn lang dafür? Das links? Rechts meine ich? Okay, das ist neu. Ja. Aha. Ja, natürlich springe ich in ihn rein. Och, Menno. Gucken, wo das war. Ich würde nämlich gerne noch schauen, ob da jetzt was ist. Oh! Aua. Wir können jetzt da runter. Aber nicht nach oben. Nope. Wir müssen jetzt hier runter. Autsch. Hm, das war keine gute Idee. Oh oh. Ich glaube, ich mal hoch. Ich muss da jetzt so runter. Ah, hier ist aber so ein kleines, Wasserbütchen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Alles klar. Hallo. Bye bye. Okay, kommen wir nur mit dem Roboteranzug durch. Vielleicht auch nur einen Rückweg. Was ist denn hier? Oh lol, ist wie so eine. Ist wie so eine Röhre in Mario 3D World. Cool. Dann schwimmen wir halt nach oben. Roboterfische.
aber jetzt weg sind. Ich versuche nur gerade den Rückweg zu finden. Oh, finde aber dafür einen weiteren Bosskampf, wie mir scheint. Wow. Mit Kugelfischen? Oder zumindest Kugelfisch ähnlich? Aua. Ich muss aufpassen, gleich verliere ich mich noch. Wow. Yeah. Okay. Ich gehe gerade komplett woanders lang. Ah, es sind keine Böse, das sind ganz normale Gegner. Nein, 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 nein. Nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Der blöde Frosch. Ah, auf den Knopf hammern. Kann ich mich irgendwo absichern? Bitte. Bitte. Gott. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ich möchte mich doch nur absichern. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Yes, absichern. Okay, diese eine Stelle, die werde ich dann wahrscheinlich noch nachholen. Vielleicht nächste Folge. Ich merke sie mir. Irgendwo da oben ist sie auf jeden Fall. Ich bin einen anderen Weg lang gegangen, aber wahrscheinlich ist das hier ein richtiger Weg, wo wir sowieso hin müssen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wenn ja, dann lasst die Glocke an, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wir sehen uns. Haut rein.